Hallo liebe Minecraft-Freunde von nah und fern und willkommen in Folge Nummer 59 hier bei unserem Inselabenteuer-Projekt. Jawohl, neue Staffel fängt jetzt hier an, neue Aufnahme-Season. Ich hab richtig Bock hier mit dem Bevo-Tech-Pech-Nummer-Gedöns zu zocken und hab auch einiges auf dem Programm zu stehen. Aber vorweg, Leute, schaut da mir nicht unterm Rock, sondern schaut mir auf den Kopf. Und zwar möchte ich jemanden grüßen. Und zwar Jace LP möchte ich ganz gerne grüßen. Ist wirklich mal an der Zeit hier das normal, weil ich habe, wie gesagt, einiges so an Tricks gelernt, dadurch, dass ich sein Let's Play auch richtig verfolge. Er spielt ja das gleiche Pack. Dann möchte ich natürlich den lieben Mario, den Jim Hedmes, auf jeden Fall grüßen. Der hat ja wirklich richtig kommentiert unter den Videos. Dann natürlich auch den Drachen und die Ramona, die ebenfalls das Gemeinschaftsprojekt hier mitzocken und auch fleißig kommentieren, wie auch den Dave, der hat jetzt noch nicht so viel kommentiert, aber trotzdem, ich weiß, dass er hin und wieder die Folgen sich anschaut. Hallo Dave! Ja, und alle ganzen anderen, die ich jetzt vergessen habe aufzuzählen, die auch fleißig, wie gesagt, kommentieren. Ich bin jetzt über 200 Abonnenten, ist zustande gekommen. Wahnsinn! Und ja, Leute, ich habe richtig Bock und ich finde es auch gut, dass ihr mir meine Schusseligkeit manchmal verzeiht. Ja, letzte Folge. Ich weiß leider jetzt nicht, da ich im Voraus aufnehme, wie ihr die fandet mit dem Schnelldurchlauf. Ich denke mal, das war soweit in Ordnung gewesen, weil ich wollte das jetzt nicht alles rauscutten, weil das ist auch irgendwie blöd, wenn ich dann so viel Offcam aufnehme irgendwie und dann, ach ja, da war er in der Mine, hat er dort gefunden und dann ist er gestorben und so sieht er das halt mal, was da alles passiert ist. Ich denke, ich werde das beibehalten und mit so ein bisschen so Chiptune-Music im Hintergrund ist das Ganze ja auch ein bisschen erfrischender und erinnert so gut an die 80er, nicht wahr? Und ja, soweit, so gut. So, drehen wir uns mal um hier in den Bastelmodus. Was machen wir denn da? Wir sind jetzt erstmal in unserem Schlafzimmer, was immer noch nicht fertig ist, weil daran liegt, dass das Holz noch an der Beachbehausung hier rumnödelt. So, Freunde, es ist aber trotzdem was passiert und zwar, ich habe eine Ankündigung gemacht und zwar habe ich Vorbereitungen getroffen. Ja, die habe ich tatsächlich offcam gemacht und zwar habe ich euch das ja schon erzählt und zwar in der Folge, ich glaube, wir sind auch mit den Folgen durcheinander gekommen. Das hier ist die 59 übrigens. Ich glaube, bei der 57 ist der Fehler passiert. Da habe ich gesagt, 57, dabei war es die 58 oder irgendwie so. So, und zwar ist was passiert. Und zwar habe ich euch ja gesagt, das nächste große Projekt, was ich vorhabe hier in unserer Butze, ja, ist nicht das. Das können wir auch nochmal bei Gelegenheit machen. Sollte da noch Zeit sein, werden wir zusammen das Gemüse hier rüberholen. Aber ich will was anderes machen. Und zwar das hier. Und hier waren wir ja schon gewesen. Ihr kennt das ja schon, ich habe euch ja gesagt, hier möchte ich gerne etwas bauen. Und hier habe ich mir jetzt mal eine Fläche erstellt. Einfach mal ein bisschen Eichenholzbretter. Wir haben ja dermaßen viel, dass wir das hier auch wirklich vernudeln können. Habe noch gleich Zäune hergestellt, ein bisschen eingezäunt. Und hier in der Größe etwa wird was entstehen. Damit aber nicht genug. Ich habe ja noch was gesagt, dass ich was angleichen möchte. Und das habe ich getan. Schauen wir uns das mal an. Ja, und zwar soll das jetzt gar kein Feld sein, was wir wirklich nutzen. Das könnte man zwar machen. Ich könnte mir jetzt hier zack einfach was abernten, wenn ich mal so Hunger habe und nehme mir das einfach. Ist aber nicht dafür gedacht, das ist wirklich rein nur Deko. Genauso wie hier. Das sind hier diese komischen, ja, hier diese Disteln. So, jetzt haben wir es endlich. Disteln. Ja, da kommen sie raus. Haben wir jetzt endlich herausgefunden, was das ist, kann man Milch von machen. Aber auch das ist nur Deko. So, und in der Mitte haben wir hier, ja, drei breit, haben wir jetzt hier einen Wasserlauf, der runtergeht, wie so ein Fluss. Dazu, Leute, da habe ich ja mindestens 4 Alben hier durchgehört, weil ich musste den ganzen Berg hier angleichen, weil ansonsten wäre ich jetzt nicht, ja, hingekommen. Ihr seht schon, das endet dort tatsächlich drüben auf diese kleine Insel. Und das ist wirklich gut, weil dadurch können wir diese Insel dort nochmal benutzen. So, dann gehen wir mal nach unten, schauen wir uns das an. Wir können auch hier ein bisschen Wasserrutsche spielen. Ihr seht, das treibt hier wunderbar, ist aber, wie gesagt, momentan nur Deko. Das erfüllt hier nicht wirklich einen Zweck. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir da jetzt nicht reingeraten in den Strudel. Und so sieht das Ganze aus. Ich habe jetzt hier das Wasser gestoppt. Das geht jetzt quasi hier runter. Das sieht man schon. Ansonsten würde das hier rüberlaufen. Deswegen habe ich das hier so in so einen Abfluss reingemacht. Sieht so ganz gut aus. Ich sagte ja, zentriert zu dem Holz. Naja, ist jetzt nicht wirklich zentriert. Ihr seht dort noch von unserem Gewächshaus oben diese Strebe, die dort in der Mitte ist, aus Eichenholz.
So hundertprozentig zentriert ist es nicht, aber ich habe mir, wie gesagt, Mühe gegeben, dass es einigermaßen mit dem Haus dort oben abschließt, sodass wir hier, wie gesagt, etwas Größeres bauen können. Wie gesagt, ein bisschen Deko, ein Berg-Terraforming betrieben. So nenne ich jetzt diese Aktion einfach mal Terraforming und die Verbindungsnaht hergestellt zwischen unserem Berg und dieser kleinen Insel, die hier steht. Ja, sieht so aus, das Ganze. War, wie gesagt, ein Haufen Arbeit gewesen, aber damit nicht genug. Dadurch, dass ich diesen Flusslauf hier, den River, nicht kaputt machen wollte, schauen wir uns jetzt auch mal an, was mir da eingefallen ist. So, jetzt gehen wir mal hier rüber. Lalalala. Und jetzt komme ich mit dem Boot hier an und Canale Grande in Venezia. Was haben wir denn da? Wir haben natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, Leute. Da ich hatte wirklich keinen Bock mehr gehabt, weil hier diese ganzen Sachen zu setzen, das Terraforming ist immer dermaßen belastend irgendwie und anstrengend und eintönig, habe ich gesagt, wisst ihr was, warum soll ich den Berg eigentlich aushöhlen? Wir machen einfach einen Tunnel da draus, erspare ich mir Material und auch jede Menge Arbeit, wir sind ja faul. Und aus diesem Grund habe ich gesagt, komm, wir machen das einfach so. Ihr seht schon, zwei Blöcke hoch und somit haben wir hier einen schönen Tunnel gemacht. Ja, so, ihr habt da gedacht, ich mache einen ganzen Berg aushöhlen. Ja, naja, habt da falsch gedacht, Leute, ich bin faul. Aber guckt an, hier ist trotzdem was Gutes zustande gekommen. Ja, ein kleiner Tunnel kann man jetzt mit einem Bötchen durchfahren und somit musste ich noch nicht mal den Fluss zerstören, den Flusslauf. Und das finde ich doch mal richtig episch, ne? So, und hier könnt ihr euch schon denken, da geht jetzt quasi das Wasser rein. Da oben, seht ihr, da ist das Licht. Da fließt es momentan noch rein. Ich habe das erstmal so gemacht, weil später, wie gesagt, wenn wir da die Bäume abschlagen, können wir den Flusslauf auch noch mal ein bisschen besser verbinden. Will ich mir aber noch ein paar Gedanken machen. Ja, finde ich ganz cool. Hier unten habe ich übrigens jetzt so gelassen, so wild wie es ist. Da habe ich gar nichts verändert. Und ich habe mir überlegt, sollten wir mal Glowstone haben oder Seelatern oder ähnliches, dann können wir das ja hier unten irgendwie so ziemlich abstrakt beleuchten oder so. Da fällt uns bestimmt noch irgendetwas ein. Ja, und von der Seite habe ich jetzt einfach nur so ein paar... Hier so ein bisschen Blattkronen da, Laub daran gesetzt, dass das so ein bisschen natürlicher aussieht. Sieht jetzt auch nicht, ja, perfekt aus, aber naja. Hier die Kirschblüte, die habe ich, oder ist doch Kirschblüte, ne? Genau, japanische Blütenholz hier, die habe ich einfach mal so gelassen, die ist hier so wild gewachsen. Ich habe nur da oben, habe ich noch ein paar Bäume gesetzt, das sind ganz normale Eichenbäume, weil ich brauchte eh hier dieses Laub. Und dadurch ist es zustande gekommen. Ja, so sieht das Ganze jetzt aktuell aus. Bin ich zufrieden damit? Ich sag mal ja. Ich hatte das in meinem Kopf, hatte ich das so ein bisschen anders mir vorgestellt. Wie gesagt, also erstmal zentriert, das war mir wirklich sehr wichtig, weil ich wollte eigentlich das Ganze miteinander verbinden. So bin ich jetzt gezwungen, eine kleine Ecke da reinzubauen. Und ich habe jetzt leider, muss ich dazu sagen, nicht mehr so das richtige Bild im Kopf. Irgendwie muss ich mal was essen. Hab jetzt hier leider nicht mehr das richtige Bild im Kopf, wie ich das mir vorstelle. Aber egal, das hindert uns jetzt nichts an der Sache, die wir eigentlich vorhaben. Denn wir werden uns heute mit einer neuen Mod beschäftigen. Dafür brauchen wir ein paar Bauteile. Ich glaube, ich habe alle Bauteile da. Und damit werden wir jetzt auch beginnen, weil dieses Gerät kommt, wie gesagt, hier hin. Und ich glaube, jetzt können wir das Geheimnis auch mal lüften, was ich bauen möchte. Und, oder, wo ich euch weiter auf die Folter spannen, aber ich glaube, die schlauen Zuschauer, die wissen das, weil ich es ja eh schon erwähnt habe. Und zwar werden wir ein Wasserrad bauen. Richtig, wir werden ein riesengroßes Wasserrad bauen, was sich dann auch drehen tut. Das werden wir, wie gesagt, hier so bauen. Das nehmen wir dann wieder weg, dass sich das alles mit dem Wasser verbindet. Und es plätschert dann hoffentlich hier runter und das Rad dreht sich. Ja, und warum das Ganze? Ja, nicht nur wegen der Deko und der Optik, sondern natürlich auch wegen der Energiegewinnung. Auch hier natürlich erneuerbare Energien. Ist ja logisch, Wasserlauf ist ja erneuerbare oder alternative Energieform. Ne? So, und damit fangen wir jetzt auch einfach mal an. Also, gehen wir mal in unsere Bastelhütte rein. Mehr ist, wie gesagt, nicht passiert. Was drüben bei unserem Beach-Grundstück ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, weil ich da nicht war. Weil das hat doch eine ganze Weile gedauert, weil, ach ja, das Feld machen, da muss man warten, bis es dann wächst. Weil ich wollte jetzt auch kein Bone Meal ausgeben. Ja, hier oben, ich weiß, haben wir auch noch nicht weiter gemacht. Also, wir hängen so ein bisschen hinterher, leider. Aber naja, ist ja nicht so schlimm. So, gut, dann packen wir das mal eben weg, was wir da mitgenommen haben. Und jetzt fangen wir an zu basteln. Also, zuallererst will ich mal was bauen, weil ich da weiß, dass wir das eh brauchen werden. Und dafür nehme ich mir jetzt erstmal ein Eisen hier raus. So, da ist es. Und jetzt gibt's mal einen schönen Gruß nochmal an den JSLP und an den lieben Drachen. Bei JSLP habe ich es gesehen, der Drache, der hat mich darüber auch nochmal in Kenntnis gesetzt. Und zwar dieses Werkzeug hier, ein Chisel oder auch ein Meißel genannt. So, den kann man sich nehmen
Und was kann man damit machen? Zeige ich euch. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier so einen Übergang haben. Zack, seht ihr, was passiert? Der meißelt da fröhlich vor sich hin. So, dann kann man hier so einen Übergang machen. Ja, so schaut das Ganze dann aus. Ein bisschen aus wie eine Druckplatte jetzt. Ich glaube, das funktioniert auch hier. Ja, seht ihr? Können wir so eine Steine herstellen. Bemooste. Ja, sieht ganz cool aus, oder? Ja, gibt's ganz viele Leute. Ja, das Ding, das hat auch ein Menü. Rechtsklick drauf und dann seht ihr es hier im Menü. Da kann man jetzt Steine reinkloppen und dann macht er dir hier eine, wie sagt man, so eine Vorschau anzeigen, ja, wenn man jetzt größere Mengen braucht. Chisel oder auch Meißel genannt, ja, ist Englisch. So, naja, tolles Werkzeug. Danke, wie gesagt, für die Inspiration. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Kann man benutzen, das Teil. Aus welcher, weiß ich hier, Chisel steht ja da auch. Weiß jetzt gar nicht, von welcher Mod die ist. Keine Ahnung, aber kriegt man ja raus. So, was brauchen wir als erstes für unser Vorhaben? Und zwar brauchen wir ein Dynamo, brauche ich. Und zwar, mal gucken, kinetisch, da, mal gucken, hier haben wir schon ein bisschen was. Was haben wir da Schönes? Wir brauchen einen kinetischen Dampfgenerator, nein. Kinetischer Dynamo. Immersive Engineering. Klingt gut. Nehmen wir mit. Okay. Das Teil brauchen wir. Dafür brauchen wir, müssen wir uns mal merken, 3x Eisenbarren, 2x Redstone und was ist das hier? Eine Kupferspule. Das sollten wir zusammenkriegen. 3x Eisen. 1, 2, 3. Haben wir. 2x Redstone. Redstone müsste hier drüben sein. Jawohl. Zack. So, dann haben wir schon mal... Sag mal, was habe ich denn hier schon wieder für Grimmsgrams da drin? Habe ich euch eigentlich die neue Quarry schon gezeigt? Nee, noch nicht, ne? Die müssen wir uns noch angucken. Darf ich jetzt nicht vergessen in der Aufnahme-Season. So. Ja, dreimal... So. Und da war da noch irgendwas. Was hatten wir da noch gehabt? So, das hier. Kupferspule. Wie stellt man die denn her? So, da brauchen wir wieder einmal Eisen und Kupferkabelrolle brauchen wir. Ist das alles Kupferkabelrolle? Ja. Und die wird gemacht aus Kupfer. Okay. Und ein Stock. Spuckt 4 Stück aus. Wir brauchen 8. Also brauchen wir das Ganze mal 2. Also brauchen wir jetzt 2x ein Sticky haben wir und 8x von dem... Das fliegt ganz durcheinander schon wieder. 8x Kupfer. Haben wir. 1, 2, 3, 7, 8 haben wir. Und einmal Eisen war, wurde, glaube ich, auch noch benötigt. So. Gut. Crafting Table? Ja. Also, Stickies. Machen wir mal 2 da rein. Dann wollen wir mal gucken hier. So. Ah ja, kommt sogar raus. Prima. Wollte ich haben. Zack, haben wir. So, dann war ein Eisen in der Mitte und das Ganze ringsrum, wenn mich nicht täuscht. Da haben wir eine Kupferspule. Die nehmen wir auch mit. So, achso, hier, Crafting Table. So, dann, wie war das? 1, 2. Wieso habe ich denn da 3 drin? Merkwürdig. Und es funktioniert nichts. Was habe ich jetzt wieder vergessen? Irgendwas habe ich wieder vergessen. Aber naja, wir gucken mal nach, was ich vergessen habe. So, eine Kupferspule, Redstone und Eisenbarren. Achso, ich habe das verkehrt gecraftet. So war das. Problem war schon gefunden. Verkehrt gecraftet. Kann passieren. So, jetzt ist aber richtig gecraftet. So, und da haben wir einen kinetischen Dynamo. Wunderbar, den nehmen wir uns auch gleich mit. So, als nächstes brauchen wir Cobblestone. Den haben wir hier. Den nehmen wir auch mit. Dann hätte ich gerne noch ein paar Slappies. Da haben wir jetzt nicht so viele. Warum eigentlich? Ach so, die habe ich verbraucht. Jetzt weiß ich es wieder. Die haben wir ja für den Acker verbraucht. Dann werden wir uns eben welche machen. Ist kein Problem. Wir haben mehr als genug da. Notfalls gehen wir einfach zur Quarry und holen uns da unsere Steine. Gucke mal, dann nehmen wir gleich die hier. So, das hätte ich ganz gerne. Erde habe ich bei. So, und dann wollen wir mal nach oben gehen. So, immer mal nach oben eine Runde. Und jetzt werden wir mal da zu unserem Teil hingehen. Ja, und jetzt wird auch gleich das erste Problem sein, was wir haben. Ist es hier dunkel draußen? Tatsächlich. Okay, müssen wir mal kurz pennen gehen. Aber wieso kann ich hier nicht mehr sprinten? Ach, jetzt. So, wo ist mein Bett?
Pat, hallo. Zack. So, jetzt erstmal eine Runde pennen hier. Und so, und jetzt geht's erstmal wieder raus, weil jetzt werden wir mal das Fundament legen, beziehungsweise das Fundament bestücken. Das steht ja da schon, das Fundament. Jetzt müssen wir nur mal gucken, das war mit der Höhe und auch, wie gesagt, damit... Oh, da ist Party draußen. Wow! Ey! Freundchen! Na! Ey! Ach Mensch, ihr seid mir... Oh Gott. Ich sterb ja schon wieder fast. Nein! Schießt euch gegenseitig ab. Ich habe keine Lust auf Morgensport. Da wedel ich mir lieber einfach in der Palme, als mich hier mit irgendwelchen verrückten Knochenmännern da anzulegen. Jetzt gucken sie auch noch. So, aus dem Sichtfeld raus. Da ist ja schon wieder so ein Gerüppe. Mein Gott, nee, das ist ja furchtbar. Komm, der stört uns eh gleich, ne? Aber die sind einfacher zu killen. So. Weil die keine Rüstung umhaben. So, okay. Also, ich habe extra 3 Platz hier lassen. Warum? Ganz einfach. Weil ich das Ding 3 breit brauen will. Das heißt, wir müssten jetzt entweder auf dieser Seite anfangen, unser Teil hier zu bauen. So, das wäre dieser Block. Jetzt bin ich kurz am Überlegen. Ich will das Ganze irgendwie zentriert haben, nach Möglichkeit. Okay, dann wäre das hier die Mitte. Ich setze hier mal eine Fackel hin. Das wäre die Mitte. Und naja, das ist genau da, wo der Fensterrahmen ist. Seht ihr das? Das ist nicht die Mitte. Die Mitte wäre hier irgendwo. Wenn mich jetzt das optisch nicht täuscht. Das wäre genau da, wo der Zaun ist. Da, wo ich es ursprünglich haben wollte. Aber ich kann das auch nicht versetzen, weil dann müsste ich das alles hier abreißen. Es war ein bisschen... Ja, das sind so Schusselsachen, die mir immer passieren. Das ist aber ein bisschen suboptimal. So, aber 3 breit sollte ausreichend sein. Ich weiß jetzt gar nicht. Oder ist das Ding 4 breit? Also wir machen es dann doch lieber mal hier. So. Genau. So, jetzt nehmen wir uns mal unseren Generator. Den platzieren wir jetzt mal da drauf. Zack. Oben ist dann übrigens der Anschluss. Hier wird das Ding befestigt. Und hinten sieht er so aus. Perfekt. Das ist ja Generator, Dynamo. So, ist ein Dynamo. So, da logischerweise ist ja dann das hier jetzt die neue Mitte hier, ne? So, das kann man ja dann von der anderen Seite mal... Ich setze die Fackel jetzt mal hier hin. So, dann wissen wir, okay, alles klar. So, jetzt ist es natürlich... Das sieht noch nicht wirklich nach einem Wasserrad aus, ne? Das muss man zugeben. Das sieht noch ein bisschen merkwürdig aus, das Ganze. Jetzt werden wir aber trotzdem mal hier... Weil da soll es ja letztendlich hin. Werden wir mal das Ganze kurz... Okay, das sind die 3. Hier machen wir das gleiche. 1, 2, 3. Oh, fast zu klein gebaut. Und auf der anderen Seite genau das gleiche. Hier müssen wir dann hier ansetzen. 1, 2. Na? Okay. Ja, das ist schon wieder fast... Ich glaube, das ist sogar viel zu... Schon viel zu viel hier, was wir da haben. Aber ich weiß, ich werde mal hier zumachen. Das können wir später noch rausruppen, das hat keine Funktion. So, und da würde es jetzt hinlaufen, glaube ich. So, ein Gerüst brauchen wir nicht, weil... Warum eigentlich nicht? Ach doch, brauchen wir. Na okay, das gucken wir uns dann an, wenn das Ding steht. So, das war die Nummer 1, die wir gebaut haben. Jetzt geht's weiter, jetzt kommt die Optik, jetzt kommt der optische Effekt, den müssen wir auch noch bauen. Dafür brauche ich Holz. Das kriegen wir hin. Holz haben wir. Müssen wir aufpassen vor unsere Skelette hier. Die sind hier wieder irgendwo. Oder? Sind die schon gestorben? Ach. Sind sie gestorben? Hast du die Skelette gefressen hier? Oder haben die sich verkrümelt? Wer weiß, vielleicht haben sie sich auch verkrümelt. So, dann wollen wir mal schauen, wo unser Holz ist. Denn jetzt machen wir das nächste. Ja, und zwar kommen wir jetzt zum Einsatz mit dem Chisel oder mit dem sogenannten Meißel. Weil auch hier, wie gesagt, was Interessantes ja, zu verkünden ist. Weil ich habe immer gedacht so, ach Mensch, das ist ja so nach dem Motto, ne? Das ist hier, man braucht jetzt hier Öl oder Wachs oder ähnliches. Um, wie gesagt, hier diese Sache, die ich vorhabe, zu bauen.
Aber dem ist nicht so. Es geht wohl auch mit Meißel. So, und das gucken wir uns jetzt mal an. So, und zwar das will ich haben. Wasserrad. So, und dafür brauchen wir ein paar Sachen. Da brauchen wir ein behandeltes Holz. So, und dann gucken wir uns doch mal an, was ist denn ein behandeltes Holz? So, dann klicken wir mal darauf. So, und da gibt es jetzt so verschiedene Möglichkeiten, wie wir hier sehen. Ne, da kann man jetzt hier mit diesen Teeölflaschen machen. Das sind ja die, die wir bekommen haben. Theoretisch, dann würden wir das bekommen. Oder behandeltes Holz, was man machen kann, wäre dann so. So. Und hier steht Schissel. Und zwar horizontales Brett. Das würde wohl funktionieren. Das testen wir, Leute. Das sollte ja wohl mal möglich sein, hinzubekommen. Also, dann werden wir mal jetzt hier so einen Teil da rein. Aha. So, horizontales Brett. Dann wollen wir mal gucken, wie das aussieht. Ob wir sowas haben. Vertikal. Vertikal. Oh Gott, da muss man ja mal richtig gucken hier. Aha. Aha. Vertikal? Wieso gibt's denn jetzt hier nur vertikal? Ach. Aha. Ich bin ja wieder durcheinander hier, merkt ihr. Wieso, was heißt denn hier vertikal? Was ist denn dann... Also horizontal müsste ja dann eigentlich... Wie jetzt? Habe ich nicht verstanden. Das würde ich mir gerne mal anzeigen lassen. Ja, das ändert aber nichts. Brenndauer. Okay, das sollten wir uns vielleicht nochmal anzeigen lassen, wie der das genau meint hier. Mit dem behandelten Holz. So, Horizont. Ich kann das auch ehrlich gesagt gar nicht erkennen, aber das sieht so aus wie so eine dünne Linie. Also wir können das ja mal probieren, ob das funktioniert. Probieren geht über Studieren, heißt es doch so schön. Wo ist denn mein Meißel? Wir machen das mal mit einem so ein Brett hier mal fertig. Und ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich will mich da nicht festlegen, aber das sah schon so aus. Weil da steht zwar vertikal, aber... Sag mal, hat der jetzt alle umgeändert? Nee. Zeig mal her, wie sieht denn das Ding aus? Sieht das anders aus? Tatsächlich, oder? Ich habe keine Ahnung. Leute, ich habe echt keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Notfalls müssen wir das, wie gesagt, so machen. Wir haben hier irgendwo... Hier, Teeölflaschen. Ich werde mal eine nehmen... Und mal gucken, wie viel wir da rausbekommen. Notfalls machen wir das eben mit dem Teeöl hier. Teerölflasche. Und dann kriegen wir 8 raus. Behandeltes horizontales Holzbrett. Komisch. Tatsächlich. Na gut, dann nehmen wir das jetzt. 8 Stück. Dann haben wir das Problem schon mal gelöst und davon brauchen wir jetzt wie viel? 1. Na, das ist ja kein Problem, das haben wir ja. Ich will 3 Stück von den Dingern haben, also brauchen wir 3. Packe ich erstmal kurz hier rein. Wo war das jetzt? Hier. 1, 2, 3. Okay, was als nächstes? Als nächstes brauchen wir das hier. Wasserradsegment. So. Ach, das sieht ja auch einfach aus. Da brauchen wir wieder behandelte Holzbretter und behandelte Stöcker. 4 Stück und 3. Auch das sollte möglich sein. Oh Gott, da brauchen wir aber viele von. Was? 1, 2, 3, 4. Davon brauchen wir 4 Stück. 1 kriegen wir nur raus. Das wird ein bisschen teurer. Also, oh Gott, das sind ja schon mal 16. Oh. Oh, oh. Oh, aha. Das steht aber auch vertikal, also horizontal.
Also irgendwie, ich werde das jetzt mal versuchen, Leute. Das, nehmt mir das jetzt nicht übel. Ich will das jetzt einfach noch mal probieren. Nicht, dass ich hier total was Falsches baue. Und gib mir mal einfach mal glatte, vertikal. Ich nehme jetzt das hier. So, wie viel haben wir davon? 55. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Das wird bestimmt nicht funktionieren, Freunde. Das wird bestimmt nicht funktionieren. Ich probiere es einfach. Ja, siehste. Haben wir schon ein Problem. Geht nicht. Also das stimmt nicht. Muss behandelt sein. Schade. Schade, schade, schade. So, jetzt muss ich ja das umwandeln. Naja, behandelter Stock. Okay. Ach, Manno. Ist ja blöd. Ist ja blöd. Scheiße. Wie viel... Oh Gott. Wie kriegen wir denn jetzt Teeröl zusammen? Wie kriegen wir das zusammen hier? Teerölflasche. Oh Gott. Flüssigtrans... Was? Transposer. Das ist eine Glasflasche und Ergebnis ist dann das hier aus Railcraft. Oh Gott. Was für ein Ding? Kokerei. Das sieht gut aus. Extra Utilities. Koks. Also wir müssen das irgendwie mal herstellen. Kokerei. Das hört sich ja an. Aber Koks herstellen ist doch kein Problem. Du, da kriegst doch kein Öl raus, oder? Doch, tatsächlich. Ach, wenn man hier so einen Koksblock zusammen macht, dann kriegt man da... Aber dann brauchst du so ein Teil hier wieder. Was gibt's noch für Möglichkeiten? Flüssigkeitstromposer. Das hört sich irgendwie interessant an. Aber... Was macht der? Der füllt das doch nur ab, oder? Weil die Flüssigkeit, die muss ja irgendwo herkommen. So ganz verstanden habe ich das nicht. Weil da muss dann das Teeröl... Ach so, ich verstehe. Das Teeröl, das kommt dann irgendwie da rein in den Tank. Und dann füllt er das in Flaschen ab. Verstehe. Nee, das brauchen wir nicht. Also eine Kokerei wäre eine Möglichkeit. Eine Kokerei, was macht die denn? Ach, die muss man bauen. Ziegel. Ach, das sieht doch einfach aus. Sand, Ziegel und Sand. Multiblock. Wollen wir das mal probieren? Roter Sand? Also viermal Sand, nee, fünfmal Sand und so eine Ziegel. Was sind denn das für Ziegel hier? Ach, das sind die Dinger. Ja, das haben wir. So, mein Gott, das ist ja wieder eine Crafterei hier vor dem Herrn hier. Wo haben wir denn die Teile? Hatten wir sowas nicht? Ich dachte, wir hätten sowas. Also Sand hätten wir übrigens. Wie war das? Fünfmal, ne? So, hoch. So, fünfmal Sand. Und dann diese Plökel da. Wo sind die denn eigentlich? Sind die hier bei Sand drin? Ach da, gucke mal. Ja, das ist doch mal interessant hier. Dann brennen das mal eben. Oh Gott. So, dann brennen wir die mal eben zu Ziegel. Vier Stück, glaube ich, brauchte man davon. Das ist ja nicht die Welt. Was ist das hier? Thoriumbarren. Okay. So, dann wollen wir mal gucken. Mache ich mal eben vier Stück fertig. Und dann schauen wir uns das mal an. Noch ein paar Minütchen haben wir ja noch. Vielleicht ist es ja ein Erfolg. Und dann können wir jetzt immer dieses Öl da herstellen. Oder Teeröl. Was das da ist, weil dann können wir ja diese Dinger hier machen. Horizontales Brett. Warum allerdings behandeltes Holz? Das ist habe ich auch nicht verstanden. Also das ist irgendwie, wieso kann ich das mit Meißel nicht machen? Also alles geht, aber das geht ausgerechnet nicht. Das ist schon ein bisschen komisch, aber naja. So, da hatten wir glaube ich hier und dann hatten wir glaube ich 1, 2, 3, 4. Ja, und siehe da, es passiert nichts. Warum nicht? Was ist da wieder falsch? So, genau so gemacht.
Wie, ich brauche jetzt auch roten Sand oder was? Ziegel. Wo ist da der Fehler? Was ist das? Sandziegel? Sand und Sandsteinziegel. Da brauchst du jetzt echt roten Sand oder was? Wo kriege ich denn roten Sand her? Kiste mit rotem Sand. Schreinerei. Mann, das wird alles kompliziert. Das kann doch alles nicht sein. Scheiße. Das glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Nein, glaube ich nicht. Moment, das ist Sandstein. Und wir brauchen ja Sand. Das ist ja völlig falsch. Da liegt der Fehler, Freunde. Sandstein. Wir brauchen keinen Sandstein. Wir brauchen Sand. Wo ist denn hier Sand? Das ist Sand. Da lag der Fehler, glaube ich. So. Pass mal auf. Mal gucken, ob es jetzt geht. Man muss ja natürlich das richtige Material da reinpacken. Ansonsten klappt das nicht. Ja, siehst du? So. Prima. So ist das Gerät. Hier. So, was macht das jetzt? Was denn nun passiert? Das macht gar nichts. Guckerei hier. Guckerei ist inaktiv. Ach, Mano, ey, das ist doch... Ach, das ist doch alles hier. Wie sieht denn das aus? Man sieht da auch gar nichts. Es sieht auf dem... Ich glaube, die muss man erst aufbauen, oder? Ich glaube, das muss man erst aufbauen. Ein Multiblock. 3x3x3 Hohlraum. Aha. Okay, da muss man jetzt irgendwo noch einen Hohlraum... Ah, verstehe. Da müsste man sich jetzt mit Railcraft auseinandersetzen. Leute, tut mir jetzt wirklich leid, aber wir haben ein Problem. Kriegen wir denn wenigstens eins hin? Ich werde jetzt mal... Die 6 hier, weil das hebe ich mal auf. Die 6 werde ich jetzt mal vernudeln. Und, pass mal auf. Ich bin jetzt gerade ein bisschen hier abgelenkt. Also, wir werden jetzt erstmal diese vertikalen Holzbretter, die verjubeln wir, die brauchen wir nicht. So, das packen wir wieder weg. Das heben wir auf und die wandle ich jetzt erstmal schnell um. Das ist ja ganz normales Eichenholz. So, da haben wir 24 Stück von. Das Teil hier, weiß ich nicht, packe ich auch erstmal damit rein. So, und die möchte ich jetzt ganz gerne mal umwandeln, weil vielleicht kriegen wir ja schon noch in dieser Folge wenigstens ein einziges Fragment hin. Das wäre ja schon wirklich toll. Dann werde ich das jetzt einfach mal kurz so machen. Da kriegen wir jetzt 8, 16, 24 haben wir direkt rausgekriegt. 3 bleiben übrig. 24, so. Wir haben behandelte Stöcker. Davon brauchen wir auf jeden Fall noch mehr. Ja, machen wir ruhig mal. So, da haben wir jetzt 16. Ich glaube, das sollte reichen. So, und wie war das jetzt? Es waren jetzt 4. So war das, glaube ich, ne? Und dann kamen die behandelten Holzbretter hier rein, oder was? Okay, das Rezept muss ich mir kurz nochmal angucken. Aber ich glaube, wir sollten das hinbekommen, dass wir da was hinkriegen. So, zeig mal her. Bisschen kompliziert. Muss ich schon sagen, ist ein bisschen friemelig hier das Ganze. Also, wie baut man die Teile? So, 2 da, 2 da und unten 3. Okay, und dann kriegen wir hier so ein, ja, Segment hin. Also in der Mitte und dann immer da drüber. Das kriegen wir doch, sollten wir hinkriegen. Also dreimal von diesem Holz. Ist ja schön teuer, muss ich sagen. Das ist ja schön teuer hier, der Spaß. So, da haben wir so ein Ding. 1 kriegen wir raus. Versuchen wir mal ein paar zu machen. 4 Stück brauchen wir für ein Rad. Okay, da haben wir jetzt 3. 4 reicht sogar. So, jetzt müssten wir 4 Stück haben. 1, 2, 3 und 4. So, dann war, glaube ich, ein so ein Ding in der Mitte. Zack. Zack, zack, zack.
Wow! Okay. 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 So, Leute, und das machen wir jetzt noch in dieser Folge. Das will ich jetzt unbedingt sehen, ob es funktioniert. Wir haben voll überzogen, Leute. Ich weiß, ihr mögt das ja. So. Dann können wir nämlich auch gleich mal gucken, in welche Richtung das der ganze Teil dreht. Oh, Leute, ich freue mich so. Wow, geil. Aber teuer in der Herstellung. Meine Fresse. Hoffentlich kommt da ordentlich Energie raus. Wow! Okay, so viel Platz hätte ich gar nicht gebraucht, ne? Wie viele Blöcke bleibt Abstand? Einer zu viel. Also hätte das durchaus noch ein... Aber macht ja nichts. Dann können wir einen Flusslauf machen. So, wieso dreht sich das jetzt nicht? Ich glaube, da muss Wasser rauf, ne? Kann man da raufklettern? Ne, das geht nicht. Gut, da muss ich mich mal nach oben stecken. Wenn ich jetzt hier Wasser reinkippe, dann müsste das ja eigentlich funktionieren. Oder kriege ich da einen Stromschlag? Nö. Oh. Okay, der Satz mit X, das war wohl nix. Das heißt... Kann man da drauf stehen? Ach, das geht. Ist doch klasse. Okay. Das heißt, dann werde ich mal hier so ein Teil hinsetzen. So, und wenn ich jetzt hier oben Wasser raufkippe, dann müsste das doch eigentlich... ...funktionieren. Funktioniert aber nicht. Weil ich glaube, das Wasser, das muss bis da runter fließen. Gut, also können wir das noch nicht machen mit der Demonstration. Dafür brauchen wir jetzt erst die anderen. Das geht so noch nicht. Gut, Freunde, dann war es das gewesen mit dieser Folge. Ich werde jetzt alles vorbereiten und vernudel jetzt noch das letzte... Wir haben ja noch dreimal Teerölflaschen. Die werde ich jetzt nochmal schnell alle umwandeln mit Eichenholz. Da haben wir ja auch noch ein bisschen, sodass wir in der nächsten Folge gleich starten können. Und ich hoffe, Freunde, dass es reicht. Also wir haben noch drei Fläschchen. Und wir brauchen, wie gesagt, 16 von den Holzteilen hier insgesamt pro Rad. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Sieht aber geil aus. Und daneben machen wir auf jeden Fall eine Hütte, dass das wirklich aussieht wie so ein Wasserrad. Finde ich gut. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir machen natürlich gleich im Anschluss weiter. Wir machen eine Aufnahme Season und es geht dann weiter mit Folge 60. Für diese Folge ist aber Feierabend und sage schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!